Wo bleibt Sam? Vielleicht steckt er im Stau. Er kann ja anrufen. Hat er kein Autotelefon? Er hat immer ein Handy dabei. Wir warten noch eine Viertelstunde, dann hole ich Bob. Bob? Was hat Bob damit zu tun? Bob ist unsere Reserve. Er wartet darauf, dass wir uns melden. Wir müssen ihn bis 7:30 anrufen, sonst ist er weg. Soll Bob Holland töten? Euch beide könnte Paul vielleicht wiedererkennen, deshalb... Du hast recht, Susan. Ist ein guter Plan. Danke. Wie spät, Steve? 7:16. Entschuldigt. Tut mir leid. Wo bist du gewesen? Pennys Vater hatte einen Herzinfarkt. Ich war im Krankenhaus. In welchem Krankenhaus? In Pauls Krankenhaus. Na toll. Das ist wirklich toll. Jemand sollte Bob anrufen, bevor es 7:30 ist. Okay, das mache ich. Wo sind die Waffen? Ich habe meine. Du auch? Bewaffnet und gefährlich. Heißen Sie Bob? Und, wo seid ihr? Wir warten am Eingang, falls ihr uns braucht. Richtig. Richtig. Betty? Oh, ich bin in 10 Minuten mit Dr. Stillman verabredet. Am besten, du gehst schon rüber. Alles klar. Wir sehen uns nachher. Bis dann. Ich liebe dich. Ich weiß. Wisst ihr, wo ich heute war? Nein, bei meinem Cousin. Wir haben nur Videospiele gemacht. Er hat alles. Und super Grafik. Na toll, Bill. Ich glaube, Bob ist betrunken. Was? Er hat gelallt am Telefon, als wäre er voll oder sowas. Bill, Bob ist euer Mann. Hat er ein Alkoholproblem? Wenn man den ganzen Tag in der Bar hockt... Hat er ein Alkoholproblem? Nicht, dass ich wüsste. Vielleicht hat er wenig geschlafen. Susan? Er hat schon verstanden, was ich gesagt habe. Er war nur ein bisschen betrunken. Okay. Ich fahre jetzt wieder zurück. Warte im Wagen. Egal, was passiert, warte im Wagen. Ich habe einen Stephen King-Roman dabei. Was für ein? Würdet ihr jetzt bitte rübergehen und am Eingang warten? Und euch nicht wegrühren? Ja. Wir packen das. Okay. Hey. Bob wird da hinkommen. Er macht das schon. Alles klar? Sag ihm, er soll Pauls Kopfkissen benutzen. Sein Kopfkissen? Um ihn zu ersticken. Lautlos. Richtig, was sonst logisch. Die Sache mit dem Herzinfarkt hat mich irgendwie aus der Bahn geworfen. Wir werden das schon hinkriegen. Ja. Ja. Alles klar. Wir werden reich.